Herr Massala, wir haben ja gestern den russischen Präsidenten Putin zum Jahrestag 80 Jahre Befreiung von Stalingrad durch die Nazis gehört. Und da hat er diesen Satz gesagt, jetzt rollen wieder Leopard-Panzer mit dem Eisernen Kreuz Richtung Russland. Das kennt man ja schon. Wie ordnen Sie diese Äußerung ein? Was bedeutet das auch? Und vor allen Dingen, was könnte Putin daraus jetzt machen? Also es ist natürlich eine Ansage zum Jahrestag der Befreiung von Stalingrad, die an das russische Publikum gerichtet ist. Hier sozusagen wieder zu erwecken die Idee, dass man von den Nazis angegriffen wird. Und das fällt ja in das Narrativ, das Putin schon seit einiger Zeit bedient, nämlich, dass der Westen im Krieg gegen Russland ist. Also das passt alles sehr gut in seine Erzählung rein, die vor allen Dingen nach innen gerichtet ist, dass man sich als Russland analog der Sowjetunion damals einem Angriff der Nazis ausgesetzt sieht. Die Konsequenzen daraus, die sind momentan nicht abzusehen, weil es gibt keine logischen Konsequenzen daraus. Er hat dann ja auch wieder gedroht, dass man im 21. Jahrhundert diesen Krieg nicht auf diesem Schlachtfeld verlieren wird und dass Russland andere Möglichkeiten hat, diesen Krieg zu gewinnen. Und da weiß man jetzt nicht, droht er mit Cyberangriffen, droht er mit Nuklearwaffen. Aber letzten Endes ist es das, was wir schon seit Wochen hören. Russland aus eigener Perspektive befindet sich im Krieg mit dem Westen. Der Westen, das sind die Nazis, die die Ukraine dazu benutzen, um Russland anzugreifen und zu zerstören. Und das ist nach innen gerichtet. Das ist sozusagen eine Ansprache an das eigene Volk, um diese Kriegsstimmung zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.